So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für den Community Raid. Ihr wisst, es ist Dienstag, die Raid-Bosse haben wieder gewechselt. Latias und Latios sind in den Raids ab 10 Uhr die Eier. Ab 11 Uhr konnte man die raiden. Normalerweise dauert es immer 100 Jahre, bis sie auftauchen. Jetzt haben wir aber direkt 11.41 Uhr den Community Raid, beziehungsweise ich habe den natürlich auf 11.45 Uhr angesetzt. Eine schöne Uhrzeit wieder mal. Wir stehen hier an der Arena. Ihr wusstet noch nicht, was es ist. Ich weiß es, wenn ihr das Video seht, weiß es jeder. Das erste ist ein Latios. Denn ich musste, sobald ich das Ei gesehen habe, alles eintragen. Da wusste ich ja noch nicht, was rauskommt. Wir werden also ein Latios machen. Und dann werde ich natürlich noch ein Latias suchen. Ihr seht, hier geht 12.03 Uhr zum Beispiel noch einer auf. Vielleicht ist das sogar noch schon der nächste. Da muss ich aber erst warten, bis der auf ist, um dann zu gucken, ob das rote rote Flugzeug drin ist. So, oh mein Gott. Ich will mal kurz auf die Liste gehen und euch zeigen natürlich wieder, wen wir einladen, wer mitmacht beim Community Raid, ja. Erstmal zurücklehnen und entspannen. Ich habe auch wieder hier die Listen geteilt natürlich, damit ihr die Konda mal seht. Darunter haben sich fleißig wieder die Leute eingetragen. Was ja nichts bringt, ihr müsst euch beim Raid eintragen. Hier haben wir das Blaue, also Latios, ne? 2178. Merkt euch mal den Wert. 2178 wäre das 100er. Kann natürlich shiny sein. Ist dann grün statt blau. Top. Konda sind Drachen, 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 noch mehr Drachen. Irgendwann kommt Unlicht, aber nehmt einfach Drachen. Deswegen nehmt alles, was Drachen sind. Hier steht auch 2 bis 6 Leute. Dann bin ich mal gespannt, ob das was wird. 23 Leute haben sich hier eingetragen. Aber die ersten 10... waren Pierre Ernst. Mein Trainercode ist, ich heiße Pierre Ernst. Ja, Pierre, wir kennen dich aus dem Stream, immer auffällig unterwegs. Dann Lukas Casey ist dabei, Raffi Tepo, Rotri, Kulidita, Shenaya, Gju ist dabei, Carsten ist dabei, Annelie und It's Bitchy. Der Rest hat es leider nicht reingeschafft. Trotzdem danke fürs Eintragen. Ne? Bringt aber auch nichts, wenn man reinschreibt. Du hast mich schon auf dem Main-Account. Mit dem lade ich ja nicht ein, deswegen könnt ihr dann da auch nicht mitmachen. Lost Lift dreht wieder durch. Aber alles ist cool, egal. Wir werden jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hinstelle. Die Handys muss ich noch ausbreiten, dann werde ich einladen. 10 Leute lade ich ein, 6 spiele ich selber. Wir müssen also 16 Leute in der Lobby sein. Ihr könnt ja mal gucken, wer es alles in die Lobby schafft. Und mal ein Auge drauf werfen, wer nicht reingekommen ist. Denn die Erfahrung zeigt, meistens, wenn ich 10 einlade, kommen nur 9 rein. Jetzt fix noch was fangen zur Überblendung und dann geht's direkt los mit dem Raid. So, ich habe euch jetzt mal hingelegt. Ich habe mich wieder für die Motorhauben-Variante entschieden. Ne? Sieht dann so aus. Einfach mal so ein vergammeltes, dreckiges Handtuch mitnehmen. Vorne drauflegen, könnt ihr die Handys hinlegen. Kann man euch auch hier hinstellen irgendwie. Oder auch nicht. Hä? So müsste das passen. Kurze Hose am Start, wie man sieht. Meine Hände sind halb eingefroren, deswegen dauert es kurz 5 Sekunden länger, bis ich einladen kann. Ich drücke hier mal überall auf die Arena drauf. Hier habe ich neben die Arena gedrückt. Und ich muss mich auch schön an den Rand stellen, damit ich das Bild wieder neben mich machen kann. So, alle schon mal den Pass anwählen. Ah, oh, es bitzelt so in den Fingern. Wir gehen mit dem Großen auch mal auf die Arena. Wie gesagt, Latios, das wissen die aber noch nicht. Das weiß noch keiner, das sehen die gleich erst, wenn die Einladung kommt. Hier werfen wir rein, hier bei den restlichen werfen wir auch rein. Und bei den 2 iPhones muss ich natürlich einladen. Dafür habe ich die Leute alle, die ich eingeladen habe, ja wieder mit einem Punkt versehen. Ja, das sieht dann ungefähr, ja ihr seht es ja eh nicht. Die 5 sind auf jeden Fall da. Hier müssen wir noch drauf. Müssen den Punkt wählen, dass alle 5, die mitmachen, als Spitznamen den Punkt haben, eingeladen werden, reinkommen können. Ich kann euch auch gleich mal sagen, was das hier alles für Konda nimmt. Hier ist alles voll mit Despoda. Hier ist alles voll mit Giratina. Hier ist alles voll mit Despoda. Hier ist alles voll mit Despoda. Da ist auch alles voll mit Despoda. Und auf dem Großen seht ihr ja selber Despoda. Immer BK. BK steht natürlich für Bissknirscher. Und ein Darkrai, ein hochgezogenes. Eben wegen den
Unlichtattacken. Wir könnten das jetzt auswechseln. Wir könnten theoretisch mal hier drauf. Wir könnten hier einfach mal Drache eingeben, nach WP sortiert. Das Problem ist, bei Zekrom habe ich ja jetzt Elektroattacken. Bei Regiram habe ich jetzt Feuerattacken. Bei Knackrak habe ich, glaube ich, jetzt Bodenattacken. Bei Palkia weiß ich gar nichts. Hier, das ist übrigens der Kollege, den wir gerade suchen. Das grüne Latios, wenn das shiny ist, ne? Und ansonsten müsste ich Dragoran reinnehmen, aber Dragoran ist so weit unten bei den Drachenangreifern, dass wir es wahrscheinlich einfach so lassen, wie es ist. Wir nehmen einfach Despota als Unlichtangreifer bis Knirscher. Dann müsste das auf jeden Fall hinhauen. Ich bin mal gespannt, ob ich danach gleich die nächsten ankündigen kann. Sonst muss ich nämlich erst heim, muss das erst alles auf dem PC ziehen, muss das Video schneiden, muss das hochladen, muss dann wieder ankündigen, muss dann wieder raus. So wäre es cool, wenn man in einem Durchgang gleich alles wegmachen kann. Ich habe auch gesehen, der Dönerlutze hat auf, also der Imbiss Dönerlutze. Der war sonst immer beim Kaufland. Das war immer das Highlight, wenn man beim Kaufland einkaufen wollte. Man ist immer zum Dönerlutz gegangen und hat sich dort bei ihm schön Chili Cheeseburger geholt. Der musste aber leider dicht machen. Da war der Ismo auch sehr traurig. Immer wenn Ismo da war zu Besuch, sind wir zum Kaufland gelaufen im Sommer, Bierchen geholt, haben schnell was beim Imbiss gegessen, Schnitzelbrötchen oder irgendwas, Dönerteller. Das ist halt so ein richtig kleiner deutscher Imbiss. Da schmeckt der Döner nicht nach Döner, sondern nach was anderem. Und deswegen hat es den so einmalig gemacht. Musste dann aber umziehen. Die haben da umgebaut. Jetzt ist er hier in der Berufsschule drin. Und ich habe gerade gesehen, der hat auf. Das heißt, wenn der andere Raid aufgeht, ich eh warten muss 5 Minuten, bis ihr angenommen habt und bis wir uns dann adden und so weiter und ich dort bin. Vielleicht könnte ich mir auch einfach 2 Chili Cheeseburger mitnehmen. Dann seht ihr das im zweiten Video. Da kann ich euch mal die Chili Cheeseburger zeigen. Wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Jetzt ist er auch schon down. Bei 235 Sekunden knickt er ein. Ich habe mir den Wert nicht gemerkt. Wir gucken einfach, was das Höchste ist. Und dann wisst ihr ja eigentlich auch Bescheid. Ich muss nur mal schauen, ist hier jemand aufgestiegen? Nee, da nicht. Die drücke ich mal alle durch. Ob da irgendwo ein Shiny dabei ist. 34, 0, 5, 60, 8, also 21, 60 wäre das Beste, was ich bis jetzt habe hier. Kann man auch mal gucken. Ihr seht eh nichts, wunderbar. Zum Fangen gehen wir natürlich wieder um die Ecke. Es ist so kalt. Wir stellen euch mal hier drauf. Das haben wir ja beim letzten Mal auch so schön gemacht. Ich muss nur aufpassen, dass das hier nicht abschmiert. Ihr wisst, Kunststoff sehr glatt auf Eis, ja. Fällt einfach runter. Jetzt gehen wir rein. Sehen, es ist kein Shiny. Hat 21,19. Ist okay, könnte natürlich besser sein. Bei dem habe ich wieder gar keine Ahnung, wie man überhaupt wirft. Da müssen wir uns erst wieder rantasten. Das Display ist auch ein bisschen verschmiert. Das ist natürlich wieder einer, der hochfliegt, oben angreift, der aber auch unten angreifen kann. So wäre es perfekt. Wir stellen mal den Kreis ein. Ihr wisst, Fangtrick und so, immer gern gesehen. Warten, bis er unten ist. Und wenn er unten ist und unten angreift, er geht wieder hoch, dann curven wir einfach mal und schauen mal, ob das so passen würde von der Kreisgröße erstmal. Ja, einfach fabelhaft, sieht also gut aus, würde so passen. Auch vom Abstand wusste ich jetzt nicht. Ob der Abstand so passt, hätte sein können, dass ich zu kurz werf oder zu weit. Gerade wenn er das erste Mal wieder zurückkommt, habt ihr ja sowieso keine Ahnung. Aber wenn ihr es dann im Gefühl habt, müsste das auf jeden Fall für die restlichen Würfe klappen. Der, ja gut, den hätte ich eigentlich werfen können, der war unten. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Mich lenkt auch alles ab drumherum. Wir warten einfach nochmal, bis der hochgeht. Wir werfen dann wieder, wenn er angreift. Der geht wenigstens nicht nach links und rechts, sondern nur nach oben und unten. Ist auch ein bisschen nervig, aber nicht so schlimm wie Kyokre. Bei Kyokre habt ihr wirklich 10 Stunden da gestanden. Musste 10 Stunden warten, bis der überhaupt mal angegriffen hat. Weil der immer nur nach links und immer nur nach rechts ist. Und das war gar nichts. Beziehungsweise das war Mist. Statt gar nichts war das einfach Mist.
Wir können sie auch mal oben probieren. Ja, das war schlecht. Obwohl, wir haben so viele Bälle, um Zeit zu sparen, könnten wir auch oben werfen, auf gut Glück. Wie ihr seht, bleibt er nämlich trotzdem drin. Schlechtester Wurf, aber er bleibt drin. Wir können es auch fix noch bewerten. Ja, ist schlecht, wie gesagt. Wir können auch mal kurz reingucken, was das beste Latios ist, was wir so haben. Ich habe von damals noch ein 2173 übrig. Das ist ein 98er vom 21.04.2019 und ich habe noch ein 98er Shiny und das Shiny habe ich sogar hochgezogen. Kommt auf 3804, Feuerodem, Drachenklaue, ist wie gesagt ein Drachenangreifer. Hier ist auch das Lucky Shiny dabei, ihr seht also, im Prinzip brauche ich da nichts mehr. Ich freue mich aber trotzdem auf die Raid Mania, wenn ihr einladet. Ich weiß nämlich nicht, für was ihr einladet und das ist dann auch wieder so ein kleines Würfelspiel. Hier sogar noch Glücksfreund geworden mit Ivar Mild. Da könnten wir sogar direkt noch ein Latios traden. Ich tausche aber lieber Mewtwo, aber das mache ich wahrscheinlich dann auch im nächsten Video. Also, wenn ihr gucken wollt, wie Chili Cheese Burger aussehen, wenn ihr wissen wollt, wie das Mewtwo geworden ist, was ich mir gleich trade im Lucky Trade, dann schaltet im nächsten Video ein, wenn wir dann Latias raiden. Jetzt muss ich nochmal gucken. 12.03 Uhr. Ja, im Endeffekt ist eh noch was anderes da. Ich schaue mir mal die Karte an. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Beziehungsweise bis gleich.